Ja, hi. Ich würde euch gerne inspirieren, wie man ein Rähmchen in der Imkerei richtig zu kratzen hat. Und zwar ein Naturwabenbau-Rähmchen. Um die Grundlage erstmal zu verstehen, wenn wir möchten, dass die Bienen Naturwaben bauen. Und das sollten wir als Imker wollen, weil durch die Wachsproduktion wird ja das Bienenvolk gereinigt, weil eben die ganzen individuellen Bienen dadurch ihre Körperreinigung vollziehen. Und wenn wir das unterbinden, was wir leider tun in vielen Bereichen der Bienenhaltung, Beruf sowie Hobby, dann ist eben diese Körperreinigung der Individuen nicht mehr machbar von so einem Volk. Bei mir, die regenerative Bienenhaltung, lege ich besonders viel Wert auf frischen Wabenbau. Und da ich ja hier in meinem Home Hive so im unteren Brutraum nur Naturwaben führe, weil es eben gut ist für die Bienen, kann ich aber auch in die oberen Honigräume mit Naturwaben arbeiten. Das geht bei dem regulären Home Hive nicht zu 100%, weil wir haben hier auch Waben mit Mittelwände. Das sind die hier. Ihr kennt mal daran, dass da eine Mittelwand drin war und deswegen haben wir dann auch hier eine Drahtung horizontal drin, viermal, damit die Wabe auch beim Schleudern aushält. Ich kann nun aber, wenn der Kern mit mindestens drei Mittelwänden bestückt ist, auch sagen, hey, mein Home Hive kann für Kunden oder auch für mich selber hier oben mit Naturwaben bestückt werden, zum Beispiel für die Herstellung von Tropfhonig, in dem die Naturwaben gestückelt werden und fließen dürfen. Oder aber auch, wenn ich einfach sage, hey, der Wabenhonig, der ist so lecker, ich möchte, dass meine Bienen mir Wabenhonig machen. Dann könnt ihr dann wie so ein Sandwich auf euer Brot legen. Sehr lecker. Wird im Libanon gemacht mit irgend so einer Paste mit aus Haselnuss und Mandeln, glaube ich, ist es. So, zurück zum Rähmchen. Wir haben jetzt ein kleines Problem, was den Einkauf von Rähmchen angeht, die für Naturwabenbau gemacht sind. Da gibt es wirklich alles Mögliche im Handel und ich möchte das kurz runterbrechen auf wirklich nur eine sinnvolle Methode. Es spielt dabei gar keine Rolle, ob das jetzt Zandermaß ist, Deutsch Normalmaß. Ich möchte das für euch hier verallgemeinern. Wir können das mit jedem Rähmchentyp machen. Und es ist denkbar einfach. Wir lösen das horizontale Drahtgewebe. Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass meine Kamera aus ist. Nein, ich glaube, das war das Handy. Wir lösen sozusagen die Drahtung, die im Handel drin ist. Und ihr dürft gerne einfach meine Technik übernehmen. Ich habe das für die regenerative Bienenhaltung entwickelt, aber ich freue mich, wenn ich es bei euch auch sehen darf und ihr damit Freude habt. Drahtung raus, eine neue Bohrung rein. Und zwar genau so, dass unser Rähmchen auf der vertikalen Ebene in 1, 2, 3 Kammern geteilt wird. Und dann sieht es nämlich so aus in eurem Bienenvolk. Ihr könnt jetzt, wenn ihr einen Drohnenbrutschnitt macht oder auch den Naturwabenhonig ernten tut, habt ihr die Möglichkeit, das Messer sauber zu führen, weil die Kacheln groß genug sind. Ihr habt die Möglichkeit, die Naturwabe auch schräg zu halten, auch abzuklopfen. Natürlich sachte, geht nicht so stark wie bei einer Mittelwand mit Volldrahtung, aber es geht. Und wenn ihr Waben korrigiert, habt ihr auch den Vorteil, dass eben diese zwei Drahtungen die Wabe so halten können, dass sie nicht unbedingt kaputt geht. Also sozusagen eine Hilfe für uns Imker, mit dem Bienenvolk umzugehen und nicht für die Bienen umzubauen. Wichtig ist nur, dass die Drahtung eben senkrecht läuft. Wenn die Drahtung horizontal ist, dann ja, die Bienen stören sich dran. Und nur weil das die Bienen machen, heißt es nicht, dass sie das gerne machen wollen. Wenn man sich in so ein Bienenvolk reinfühlt, dann versteht man, nein, die Bienen fühlen sich gestört durch horizontale Drahtung. Und deswegen machen wir für Naturwabenbau eine Senkrechtdrahtung, damit unsere Tiere auch glücklich sind und hier ihre schönen Waben bauen können. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Part, warum ich das Video hier überhaupt mache. Ich zeige euch, wie man es richtig kratzt und auch wieder mit dem Drahtspanner den Draht nachjustiert. Wichtig sind immer die Ränder, die sind das Allerwichtigste. So. Die Backen sind auch sehr wichtig. Wenn wir die nicht richtig abschaben, dann verschiebt sich immer mehr der Bee-Space im Bienenvolk und wir schieben die Biologie der Bienen auseinander, was dann auch
Folgewirkung hat. Diese Ränder hier sind wichtig. Ich denke, wenn man Rähmchen kratzt, dann sollte man dabei auch hier sich in Bienenvolk reinfühlen, was die dann so machen und wie die eben machen. Und eins ist halt toll bei Bienen, sie arbeiten im Kollektiv besonders effizient, was allerdings bedingt, dass jedes Individuum immer nur einen ganz kleinen Teil dazu beiträgt und dann schnell wieder weiterrennt, um sozusagen an einer neuen Baustelle weiterzumachen. Das heißt, eine Biene kommt und macht hier eine ganz kleine Wachsschuppe hin. Dann rennt sie weg und macht was anderes. Dann kommt die nächste Biene und denkt sich, ha, meine Kollegin hat da was hingeklebt, hat ja wohl einen Grund. Ich lege nach und mache weiter und klebe wieder etwas an. Und das Spiel führt sich jetzt fort, bis eben ganz, ganz viele Bienen euch dann hier irgend so ein krummes Ding gebaut haben, an der Stelle, wo ihr als Imker das nicht haben wollt. Deswegen ist halt zu bedenken, dass selbst wenn wir hier eine Kleinigkeit übersehen, das zum Beispiel, ist jetzt echt nicht viel gewesen, das könnte dazu führen, dass genau hier während der Saison alles verklebt und wir dann Arbeit am Bienenvolk haben, die letzten Endes unsere Bienen zu Räuberei verführt oder aber auch zu gequetschten Bienen, was wiederum zu Stress im Bienenvolk führt, was wiederum zu Angriffen vom Bienenvolk zu mir gegenüber führen. Deswegen, hier sind die Grundlagen, wir machen es richtig. Bei den Naturwaben könnt und dürft und sollt ihr immer die Leitwachslinie stehen lassen. Die Leitwachslinie ist auch relativ einfach zu verstehen, weil wir nehmen, wenn das Rähmchen ganz neu ist und noch nie im Bienenvolk drin war, einen halben Zentimeter von der Mittelwand und legen den komplett hier unten rein. Ich zeige es auch nochmal in einem anderen Video. Und dann kommt einfach nur das Bienenwachs drüber, also als Kerze wird das Wachs reingetropft, um den Leitwachsstreifen als Mittelwand hier zu fixieren. Dadurch haben wir den Vorteil, dass wir den Bienen einen Ansatz geben und die Biene weiß, wo sie genau gerade runterbauen kann. Etwas nachhelfen beim Naturwabenbau sollten wir Imker dennoch mit dem Stockmeißel. Zum Beispiel, wenn die Waben dicker werden. Naja, wenn jetzt der Leitwachsstreifen schon einmal abgeschnitten worden ist, dann haben wir aber trotzdem einen Leitwachsstreifen für die Bienen da, weil die Bienen erkennen die Mittelwand. Und solange wir hier als Menschen auch die Mittelwand klar in der Mitte sehen, brauchen wir nicht weiter agieren, alles ist gut. Wir hängen den Rahmen, so wie er ist, das nächste Jahr ins Bienenvolk rein und die werden genau hier wieder anfangen zu bauen. Wenn wir das Plan wegschaben, dann müssen wir auf jeden Fall wieder einen Leitwachsstreifen reinbauen, damit die Bienen wieder eine neue Orientierung haben. Jetzt kommt noch so ein Ding, der Leitwachsstreifen kann auch ersetzt werden durch eine Rumpfleiste, wie wir hier im unteren Home-Heiz-System sehen können. Das ist die Schiffsrumpfleiste, das ist dasselbe wie eben Leitwachsstreifen. Und gibt den Bienen die Möglichkeit zu erkennen, da geht's los. Die wissen es auch so ohne uns, aber wir wollen ja im System mit der Biene arbeiten. Deswegen geben wir ihr das ein bisschen vor. Ihr seht, die Backen sind sauber, die Ränder sind sauber. Hier ist noch ein Ansatz, das ist das, wo ich meinte. Wenn wir das vergessen, haben wir dann halt die Arbeit, wenn die Bienen wieder drauf sitzen. Ich mache das immer vorher, die Basics setzen, um später auch die Früchte zu ernten. Ich habe in den meisten Rähmchen leider in diesen nicht Edelstahlschrauben mit Torx. Das heißt, ich kann die nachdrehen, wenn der Rahmen wackeln sollte. Dieser tut's, deswegen muss ich hier nachher neue Schrauben reinbringen. Ist nicht Teil vom Video, das muss ich wieder rumrennen. Wenn dann noch der Draht zusätzlich... Wo ist es denn? Oh, der Drahtspanner ist weg. Okay, ist nicht schlimm, dann erkläre ich das aber im nächsten Video. Das wollte ich hier eigentlich mit reinnehmen, aber der Drahtspanner ist tatsächlich weg. Ja, ich kann ja auch mal kurz drüben gucken. Ja, so ein Mist. Also hier ist er auch weg. Muss ich noch ein bisschen Inventur machen das nächste Mal.
Okay, dann schieben wir das auf ein nächstes Video, wie das mit dem Drahtspanner funktioniert. Ja, Rähmchen drahten, Leitwerkstreifen ist dran, dann kommt es nachher in eine neue Kiste rein und wird wieder oben eingelagert.